Moin, moin und hallo zurück bei meinem Let's Play von Herr der Ringe Online. Wir haben das letzte Mal mit der Charaktererstellung aufgehört und wollen heute uns mit unserem lieben Salin, mit unserem Unbewahr, unserem schicken Zwerg hier, uns dem Intro, uns den ersten Aufgaben des Spiels widmen. Ich würde sagen, wir starten nochmal gleich ins Spiel. Während ihr euren langen Tag in der silbertiefen Mine beginnt, gestikuliert ein alter Mann, euch näher zu kommen. Er ist ein enger Berater von Thorin Eichenschild, dem Meister dieser Hallen. Was könnte er einem einfachen Minenbauer wie euch zu sagen haben? Ja, damit sind wir schon im Spiel und haben hier unsere ersten Aufgaben. Ich werde diese Fenster immer kurz einmal zeigen. Ich werde es nicht besonders vorlesen. Wer es lesen möchte, hält bitte einfach einmal das Video an, stellt es auf Vollbild und liest es sich durch. Genauso wie bei den Missionsberichten, da werde ich höchstens kurz einmal selbst für mich überfliegen, das Wesentliche vielleicht sagen, ansonsten nach demselben Prinzip vorgehen. Aber sicher doch. Unsere Aufgabe ist jetzt, Gandalf eine Weile zu begleiten. Dadurch sollen wir halt so Grundprinzip lernen, WASD laufen. Ja, Gandalf werden die meisten von euch sicher kennen. Als den Grauen, Gandalf der Graue aus der Geschichte von Herr der Ringe. Und Balin und Dvalin brechen hier gerade auf dem Weg zum einsamen Berg Erebor auf. 13 wird nicht genug sein. 13 wird nicht genug sein. Damit wird er wohl auf die Aktion von Bilbo Beutlin und Thorin ansprechen, die ja zum Berg Erebor aufbrechen, um ihn von dem Drachen Smaug zurückzuerobern. Ihre Heimat. Und hier sehen wir auch Gloin aufbrechen. Und unseren lieben Freund Gimli aus der späteren Herr der Ringe-Geschichte. Sein Sohn bleibt hier. Da brechen auch Gandalf und Thorin Eichenschild auf, um Bilbo Beutlin zu finden, von dem Thorin Eichenschild noch denkt, dass er ein Zwerg ist. Und gerade auch bemängelt hat, dass Bilbo ja ein merkwürdiger Name für einen Zwerg ist. Anscheinend hat ihm Gandalf noch nicht eröffnet, dass Bilbo Beutlin, der Schurke, den sie engagieren wollen, kein Zwerg, sondern ein Hobbit ist. Wir machen einmal weiter.
Holt eure Ausrüstung. Der Tasche da. Kriegen wir einmal unsere Grundausrüstung. Das ist für uns einmal ein geborstener Runenstein. Da wir ja unbewahrbar sind. Nehmen wir. Gehen einmal ins Inventar, dass ich einmal kurz mir. Na, so nicht. So. 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 Hier hinten. Hin. Ach, Mensch. So. Und den Rundstein einmal ausrüste. Der hat jetzt einen Schaden von 4 bis 7. Richtet allgemeinen Schaden an. Und dann geht's weiter. Habt ihr eure Waffe schon ausgerüstet? Kämpft mit Gimli, um eure Kampffertigkeit zu üben. Achtet darauf, eine Waffe auszurüsten. Jawohl. Machen wir noch gleich mal ein Special rein. Und noch eins. Kriegt er den nochmal. Und zu guter Letzt. Ach, schade, der Hammer ist schon vorbei. Folgt mir, Sardin. Gerne doch. Einmal durch die Tür. Ach. Wir müssen all diese Minenbauer beseitigen. Anscheinend ist der Berg hier ziemlich am Beben. Und wir haben jetzt die Aufgabe, die Minenarbeiter hier zu warnen und rauszubringen. Nummer 1. Ja, komm. Nummer 2. Nummer 3. Ist gerade am Kämpfen. Dann mal dem Vorarbeiter folgen, der uns hier weiter in die Silbertiefe bringt, die Silbermine. Verschlossene Tür, gut. Sehen wir auch schon Gimli und den Twistur. Der liebe Gimli versucht anscheinend, den Minenarbeiter da zu überzeugen, aus der Mine rauszugehen. Oh, Backe. Ah, mutiger kleiner Zwerg. Toter, mutiger Zwerg. Ja, ja. Der arme Twistur. Kim wieder noch am Fluchen ist. Versuchen wir einmal zu helfen zu einem. Vielleicht wird das ja was. Ja, ich will ihm ja helfen. Na, müssen wir ihn nochmal ansprechen. Folge dir. Ich denke mal, du willst da wieder zu dem Tor. Genau. Ufmache, danke. Okay. Versuchen wir dem lieben Gimli doch mal zu helfen. Zwergengleiche. Der Zwerg ist perfekt erhalten und liegt zwischen den Ruinen eines alten Ebenbaus. Oh. Auch schon unser erstes Monster.
das Fenster. Wer es lesen will, einmal anhalten, wie gehabt. Na, komm. Ich mache wie so oft leider immer wieder den Fehler, dass ich mit Linksklick auf den Monster losgehen will, weil es einfach an manchen MMOs links, doppelt Linksklick ist, ja allerdings rechts. Deswegen entschuldigt, wenn ich immer noch mal wieder durcheinander komme und dann nichts tun vor einem Monster stehe. Weiter geht's. Oh, da sind wir auch schon in Troll. Oh, Backe. Das war ein kräftiger Schlag. Und Gandalf ist schlau genug und schlägt ein Loch in die in den Fels des Berges und den Höhlentroll zum Versteinern zu bringen, was nämlich passiert, wenn sie auf Sonnenlicht treffen. Ja, und auch die Gespräche, die hier so vonstatten gehen zwischen den lieben Charakteren der Geschichte, werde ich euch nicht fortgehend vorlesen. Das liegt zu einem daran, dass ich es manchmal einfach nicht mitkriege oder dass ich mich einfach zu oft verhaspel und das dann eine zu nervige Angelegenheit für mich und für euch ist. "75 Jahre nach dem Tod von Thorin sind seine Hallen im Blauen Gebirge in die Hand des Grimhand-Clans gefallen. Die Tributzahlungen von dort bleiben aus. König Dain vom Einsamen Berg hat Fürst Dvalin und eine Gruppe von Zwergen entsandt, um die Ursache dafür zu ergründen. Und jetzt befinden wir uns auch schon einige Zeit später, nach der weiten Geschichte. Hier ist auch, rennt auch schon der erste andere Spieler rum. Nämlich 75 Jahre später. Das heißt, nach der Geschichte, die jetzt gerade in den Filmen von Der Hobbit läuft. Und natürlich auch in dem Buch Der kleine Hobbit. Und wenn ich mich nicht zu 100% irre, ist das jetzt im Groben der Zeitraum, in dem die Hauptgeschichte von Der Herr der Ringe läuft. Also aus den Büchern und den Filmen mit Frodo und dem Ring. "Ich bin hierher gekommen, um dieser Gruppe Elben meine Dienste anzubieten." Sprecht mit Eladan, dem Sohn von Elrond. Ja, die beiden Söhne Eladan und Elrohir, wenn ich mich nicht täusche, sind ja Elben und die Söhne von Elrond. Oh, sorry, jetzt habe ich das Fenster gar nicht gescrollt. "Es ist interessant, dass die Zwerge genau dann hier aufgetaucht sind, als wir hier ankamen, auch wenn das andere Gründe hat." Ja, dann können wir auch schon unsere erste Ausrüstung auswählen. Eine ramponierte, kurze Stoffrobe.
Hört meine Worte. Mein Vater ist großartig unter den Weisen und seine Träume und Vorhersagen sind selten ungenau. Fragt Merethan nach Ideen bezüglich Elronds rätselhaften Traum. Was wollen wir noch machen? Aber erstmal die nächste Probe. Hier haben wir auch das Charakterfenster einmal, wo wir uns unseren lieben Salen, unseren lieben Ungewahrer einmal genau angucken können. Ah, unseren Titel haben wir schon ein. Salen, Wächter der Isen. Können wir den nochmal nehmen. Der Name wird jetzt so bei uns angezeigt, also so wie wir andere Charaktere sehen, die Namen sehen wir jetzt hier bei uns. Salen, Wächter der Wiesen. Der Isen, nicht der Wiesen. Ja. Dann wollen wir mal weitermachen. Der Liebe, ich glaube, vom Gewand her müsste das ein Hüter sein. Kämpft hier aber mit Schwertern. Ja, sollen wir uns nicht weiter stellen. Was haltet ihr von diesem Rätsel? Dorolas nach Erkenntnissen bezüglich Elrons rätselhaftem Traum. Ich war es, der diese Gruppe hierher geführt hat, aber es gab einen kleinen Fehler in meinem Plan. Und noch einmal wieder mit Eladan sprechen. Also, falls sich darüber irgendjemand vielleicht beschwert, dass ich die Texte nicht vorlese und nicht näher darauf eingehe, muss ich einfach nochmal betonen, es würde zu lange dauern. Die Folgen wären endlos und würden mit der Story nicht weiterkommen. Warum hat uns Dorolas hergeführt? Skorgrim ist tot. Wie gesagt, wer es wissen will, wer es sehen will, soll es sich einmal angucken, soll einmal pausieren und sich den Kram durchlesen. Ansonsten tut es mir leid, dass ich es nicht tun werde. Sprecht mit dem Runenbewahrer-Ausbilder in der Nähe. Da ist er ja. Ja, eine Dame mit einem unmöglich aussprechbaren Namen, wie für die Elben üblich. Würdet ihr eine Minute eurer Zeit für mich opfern? Lernt die Fähigkeit scharfer Spott und setzt sie anschließend gegen eine Übungspuppe ein. Dafür würden wir einen neuen Runenstein bekommen. Ich nehme mal eine von den Übungspuppen hier hinten. Ja, das ist eine Fähigkeit, für die man eine Kampfeinstimmung braucht. Das sieht man unter anderem auch an dem kleinen Balken hier vorne. Wenn wir eine Aufgabe ausführen, also einen Angriff ausführen, haben wir eine Kampfeinstimmung und können spätere Attacken damit kurzzeitig freischalten. So eine Art Attackenkombination praktisch. Dieser Balken hier füllt sich, wenn ihr das hier einmal sehen wollt, mit unterschiedlich vielen Balken, die halt unterschiedlich stark für Kampfeinstimmung dastehen. Für diese Attacke hier braucht man eine einfache, geringere Kampfeinstimmung als für jetzt spätere. Das heißt, schon nach einer Attacke kann ich sie eigentlich ausführen. Und da haben wir die Attacke auch schon gelernt. Und sollen wieder mit der Runenbewahrerin sprechen. Mego Vannen.
Und haben einen neuen Runenstein. Ah ja, und neue Handschuhe. Rüstungsstufe 5, leichte Rüstung. 8 Rüstung. Und einmal der neue Runenstein. Ein bröckeliger Runenstein mit Gegenstandsstufe 5. Und einem Schaden von 9 bis 15, ein Blitzschaden. Nehmen wir den doch mal gleich aus. Und im Vergleich, wenn ich mit dem alten, mit einem allgemeinen Schaden Übungspuppe angreife, sieht das im Nahkampf so aus. Schlägt, Schaden, nichts weiter. Wenn ich das jetzt mit dem Blitzschaden mache, passiert dies. Seht ihr hier? Der Gegner kassiert einen Blitzschaden. Das heißt, es funken noch Blitze um ihn herum. Und diese Steine gibt es halt auch in verschiedenen Elementen sozusagen. Ihr habt das Herz eines echten Kriegers. Einmal das Übliche in MMORPGs ist ja das Laufen von A nach B, von einem Quest zum anderen. Und das ist auch in diesem Spiel nicht anders. Wir werden viel laufen. Größere Stecken. Ich glaube nicht, dass ich an diesen Ort zurückkehren möchte. Und größere Strecken überwinden müssen, um von einer Aufgabe zur nächsten zu kommen oder auch um eine Aufgabe zu bewältigen. Ich war hier, als Aethelion fiel. Wer vielleicht auch einmal die Elben spielen möchte, das hier ist ein alter Elbenort. Eine alte Elbenstätte. Und genau wie bei den Zwergen spielt das Hauptintro die ersten paar Aufgaben, wie bei uns hier mit Gandalf in der Silbertiefe, wo wir den Troll bekämpfen, auch wenn wir eigentlich nicht viel damit machen, spielt das Elbenintro hier in diesen Städten. Zu einer ähnlichen Zeit wie unser Intro. Man sieht also auch, hier überschneiden sich mehrere Dinge einfach ziemlich. Was benötigt ihr? Würdet ihr mir bitte einen Augenblick Gehör schenken? Ja, da können wir nicht durch. Auch wenn ich ja eigentlich nicht so der Fan von den Elben hier bin, muss ich eindeutig zugeben, dass ihr Baustil einfach sau cool ist. So mit diesen Bögen und dieses ganze schöne, stilvolle hat einfach was. Ich finde das pompös riesige von den Zwergen im Prinzip noch geiler, aber das hier hat schon echt eine Menge. Und jetzt sollen wir einmal nochmal wieder in die Silbertiefe gehen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und Ungeziefer besiegen, während wir nach Skorgrims Leiche suchen. Dazu müssten wir einmal hier die Treppe runter. Hui. Zu den ganzen Sprungaktionen, die ich hier immer wieder mache, weil es mir einfach Spaß macht, ist noch zu sagen, dass man das eigentlich lieber nicht machen sollte, wenn man sich nicht sicher ist, dass das funktioniert, da man hier auch Fallschaden kriegen kann. Das heißt, man humpelt dann eine Zeit lang durch die Gegend und dann ist auch eigentlich schon wieder gut. Duck.
Das ist meine neue Form der Stromtherapie. Anscheinend nicht so gesund. Ist nämlich einer unserer, also der erste Heilungszauber, den wir haben. Der uns halt hier vorne, also mir zumindest, oft im Weg ist. Das heißt, ich will deinen Gegner angreifen und heile mich. Vor allem in der Eile eines Gefechts ist es dann nervig, wenn man eigentlich eine tödliche Attacke ausführen will, sich allerdings heilt. Eigentlich haben wir auch schon aus einer Menge Ungeziefer getötet. Können jetzt hier weitergehen. Die Tierchen greifen uns, also diese Tierchen zumindest, greifen uns noch nicht an. Nur weil wir neben ihnen stehen, an ihnen vorbeigehen. Später ändert sich das allerdings alles. Da wird man von den Tieren angegriffen, wenn man ihnen zu nahe kommt. Gorgons Körper ist fort, doch auf dem Platz wachsen rote Blumen. Die soll ich wohl eben einsammeln und untersuchen. Und die Blume verfügt über ein giftiges, tödliches Aussehen. Okay. Will ich einmal wieder... Ne, ich guck noch eben, wie es da vorne noch weitergeht, ob der liebe Troll da noch steht und was hier so... Los ist. Ja. Da steht der Liebe noch. Wie ihr seht, Silbertiefe, wo wir gerade eben im Intro dem Troll begegnet sind und Gandalf uns mit dem Strahl hier, mit dem Sonnenstrahl gerettet hat. Leute, die die Bücher gelesen haben, oder jetzt auch die ersten beiden Filme zu der Hobbit gesehen haben, wissen, dass es Höhlentrollen nicht sonderlich gut ergeht, wenn sie ins Sonnenlicht treten. Deswegen sie auch Höhlentrolle sind, sie leben in der Höhle. Treten sie ins Licht, macht es knirsch und sie werden zu Stein. Mir sagen lassen, es ist eine nicht sonderlich angenehme Weise, ist zu sterben. Im Moment spielen anscheinend vergleichsweise viele das Intro, also fangen mit einem neuen Charakter an. Normalerweise begegne ich bis zu den ersten späteren Missionen nicht so vielen auf diesem Server. Finde ich aber auch echt eigentlich sehr erfrischend. Sehr nett. Hep. Hep. Dum-di-dum-di-dum. Ach, jetzt laufe ich wieder in die falsche Richtung. Ne, Eladan. Ich soll zu Eladan. Der steht wieder da oben. Suchen wir ihn doch eben einmal kurz auf. Kratzen dann einmal wieder die Treppen hoch. Den Weg hier lang. Dum-di-dum-di-dum. Bis da hinten wieder. Unser lieber Eladan steht. Das ist eine abscheuliche kleine und zwar eine, die ich zuvor noch nie gesehen habe. Rote Hört Blumen meine Worte. Hinterlassen eine blutige Spur im Schnee. Ah. Da haben wir auch schon
ja den nächsten Quest bekommen und auch neue Schüchchen bekommen. Und ich würde sagen, damit geht's beim nächsten Mal weiter. Und wir beenden es für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, an wen ich interessiert, auch wenn die Anfangsmissionen jetzt noch nicht sonderlich interessant sind. Aber das kommt später noch. Ja, ich würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat. Gebt mir Bescheid, wenn es so ist. Oder auch, wenn nicht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.